Du kennst jemanden, der dir einfach nicht geheuer ist. Du weißt nicht, ob diese Person vielleicht ein Narzisst ist. An diesen drei Verhaltensweisen erkennst du ihn sofort. Mein Name ist Emanuel Albert, ich bin Beziehungscoach, bekannt als Date-Doktor aus Funk und Fernsehen und Social Media. Ich coache mit einem ganzen Team von Psychologen und Coaches, mittlerweile ausgebildet zu Emanuel Albert Coaches. Seit über 20 Jahren coache ich selbst Beziehungen und wir haben ganz groß die Themen Ex zurück, raus aus der Friendzone, Traumpartner kennenlernen, treffen und toxische Beziehungen. Und dazu gehört auch Narzissten, unter denen du vielleicht leidest, die dir ganz schön schädigen können, die zu durchschauen. Ganz klar. Vorneweg, es geht also um Narzissten und für mich ist ganz wichtig, erkennt man die nicht sofort? Nein. Die sind häufig sehr gut versteckt, getarnt, manipulieren auch gerne, um unauffällig durchzukommen. Und jeder Narzisst zeigt das mal mehr und weniger. Nun, außerdem ist es so, dass jeder Mensch auch ein bisschen Narzissmus in sich trägt. Überhaupt kein Narzissmus, null, macht Leute nämlich zu Altruisten, die total ausgenutzt werden können. Aber ein bisschen was braucht man, um ein wenig durch den Alltag zu kommen. Wir wollen uns allerdings die anschauen, die wirklich hart drüber sind, Vollnarzissten. Und das ist das Problem. Das sind die, die dir wirklich schädigen und die solltest du erkennen. Ich werde am Anfang des Videos ein bisschen über Narzissmus erklären, um das zu unterscheiden. Und dann kommen die drei Punkte, an denen du ganz vollpathologische Narzissten erkennen kannst. Bleib also bis zum Ende dran, es lohnt sich. Narzissmus, das ist wie so ein Kontinuum übrigens, auf dem wir uns alle bewegen. Bei 0, Leute, die sich krass ausnutzen lassen, 2, 3, 3,5 von 10, das ist für mich so gesund, wo man auch den Ellbogen hat, durchs Leben zu gehen, sich auch zu spüren und abzugrenzen. Und dann wird es Richtung 5, 6, 7, 8, 9, 10 immer krasser. Hinten sind die Vollnarzissten. Und der Unterschied vom pathologischen Vollnarzissten zum normalen, gesunden Narzissten ist, Menschen ohne so eine pathologische Narzissmusausprägung haben immer noch ein relativ stabiles Selbst. Vielleicht sind sie mal ein bisschen lauter, vielleicht ein bisschen eleganter, charmanter und vielleicht können sie auch ein bisschen manipulieren. Aber sie sind immer noch dort, wo sie relativ gut sind und auch mit sich selbst sich relativ wohlfühlen. Das heißt, sie kennen auch ihren Wert und sie können ihre Emotionen auch selbst regulieren und können sich nach außen klar abgrenzen. Bei pathologischen Narzissten ist das anders. Achtung! Diese Menschen versuchen ihr selbst durch ihre Umwelt zu stabilisieren. Das heißt, sie brauchen dich teilweise, um sich zu stabilisieren. Das heißt, sie brauchen ständig Bestätigung von außen, müssen ihre Emotionen über andere regulieren und können sich weniger gut abgrenzen. Das heißt, alles bum bum geht sofort total rein. Aus diesem Grund zählt Narzissmus auch zu den Persönlichkeitsstörungen, da die Persönlichkeit der Person nicht eigenständig überleben kann. Nehmen wir es mal so. Hört sich nicht so an, als wäre das ziemlich easy, solche Personen zu durchschauen. Und aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass es reihenweise Paare gibt, wo einer überhaupt nicht weiß, dass der Partner ein pathologischer Vollnarzisst ist, weil diese Person keine Möglichkeit hatte, ohne besseres Wissen, diese Persönlichkeitsstörung klar zu durchschauen. Vollnarzissten sind nämlich Meister der Manipulation. Sie wissen, wie sie ihre Umwelt geschickt auf ihre Seite ziehen. Außerdem sieht nicht jede Art von Narzissmus gleich aus. Neben den Ausprägungen wie stark oder schwach gibt es nämlich auch noch ganz verschiedene Typen von Narzissten. Den verdeckten Narzissten zum Beispiel, den ich gleich noch erkläre, der es wunderbar schafft, so camouflagemäßig in der Umgebung unauffällig unterzugehen. Wenn du mehr über die verschiedenen Narzissmus-Typen erfahren willst, abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, dort findest du eine ganze Videoreihe über dieses Thema. Lass mir gerne auch ein Like da, wenn dir dieses Video gefällt oder was Neues gelernt hast. Die drei Verhaltensweisen, an denen du Narzissten von Narzissten sofort erkennst. Erstens, er braucht ständig Lob und Anerkennung. Wenn er das bei dir nicht bekommt, dann holt er sich woanders. Auch wenn wir das alle ab und zu mal brauchen, für den Narzissten, es ist wie Luft zum Atmen. Nein, viel schlimmer, es ist wie Luft zum Überleben, wie Sauerstoff zum Überleben. Er wird ständig mit Dingen prahlen, womit er Bewunderung erhält. Aber Vorsicht, es sind nicht immer nur die typischen Dinge wie mein Haus ist so toll, meine Karriere, mein dickes Auto. Nein, manche Narzissten wollen Bewunderung für die tollsten Dinge, auch für Dinge, die sie ganz wunderbar tun, wo du denkst, das ist doch gut. Hey, schau mal her, hier, dieses soziale Projekt, wie ich da wunderbar geholfen habe, wie ich da investiert habe. Oder hier, schau mal, ich habe schon wieder einem Obdachlosen gerade Geld geschenkt. Hast du es gesehen? Ja, ja, ich gebe nämlich ganz viel, das mache ich immer so. Ne? Und noch was, ich bin auch immer emotional der totale Supporter von meinen Freunden. Mich rufen ja immer alle an, wenn sie Hilfe brauchen und dann bin ich auch für die da. Aber hallo. Und verstehe mich nicht falsch, es ist super, wenn jemand Gutes tut. Die Frage ist aber, aus welcher Intention und wie laut ist er damit oder wie sehr ist er damit auch ein bisschen still und selbstverständlich. Zweitens Kritik. Kritik ist für den Narzissten die pure Säure für die Psyche. Der Narzisst kann Kritik nicht aushalten.
Es ist wie Licht für einen Vampir. Entweder er wird unendlich wütend, dann bist du aber dran, weil du bist schuld. Oder er tut so, als ob du etwas ganz, ganz Schlimmes angetan hättest. Und er ist jetzt das Opfer, er weiß auch nicht. Es kommen mir gleich die Tränen, wie das passieren konnte. Im Nachhinein fühlst du dich sogar schlecht, weil du was gesagt hast und denkst dir, um Gottes Willen. Aber du ahnst, es ist auch ein klassisches Zeichen, dass du mit deinem Narzissten zu tun hast, dass du dich manchmal fragst, wie sage ich es ihm denn jetzt? Wie sage ich es ihm? Weil du musst was sagen und du weißt, es gibt keinen Weg. Und das macht dich fertig. Und dann solltest du dich fragen, hey, ich check mal noch den Punkt 1 und den Punkt 3, ob ich nicht mit einem harten Narzissten zu tun habe und hier im Grunde genommen gerade in einer ganz, ganz, ganz gefährlichen Situation bin. Deswegen teile dieses Video auch mit anderen, um andere zu schützen und andere zu warnen. Wichtig, viele kennen sich hier aus und werden hart Opfer von einem narzisstischen Partner oder Kollegen. Weil das Schlimmste, was der Narzisst übrigens auch noch machen kann, wenn du eine gute Kritik ausgesprochen hast, er aktiviert deine Freunde oder seine Freunde, die dann auf dich losgehen. Wie konntest du ihm das antun? Wie konntest du das machen? Du weißt doch, dass er sensibel ist. Wieso? Und du denkst, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann bist du plötzlich im Schachmatt, weil das Thema war echt hart und du musstest es mal kommunizieren. Auf der anderen Seite machen die jetzt alle fertig, weil du ihn angegangen bist. Weil du ihn angegangen bist, das ist im Grunde genommen Staatsverrat. Und bevor wir zum dritten Punkt kommen, ein harter, gerne Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und natürlich ein Like da lassen. Freut uns immer und hilft, dass das Video auch von anderen leichter gefunden wird. Drittens Schuld. Na, rat mal, wer die hat. Immer die anderen und du. Für den Narzissten sind immer alle anderen schuld. Er kann es nicht reflektieren. Große Schwäche von Narzissmus. Egal, was er gemacht hat, egal, was hier schiefläuft. Wenn das schiefläuft, dann lag es niemals an ihm. Vielleicht an dir, vielleicht an den anderen, vielleicht an den bösen Umständen. Und das wird teilweise aberwitzig, denn selbst in den harmlosesten Momenten schafft er nicht, die Schuld zu übernehmen. Er hat seinen Geldbeutel vergessen. Ja, natürlich, weil du ihn gestresst hast, als er zur Tür rausgegangen ist. Deswegen. Und wenn er mal krank ist, ne, dann weil du ihm die falschen Sachen gekocht hast oder weil du ihn angesteckt hast. Ach ja, und habe ich schon erzählt, neulich hat er ein Brot mitgebracht, das falsche. Und was, das falsche Brot? Es ist immer dasselbe Brot, was ihr schon seit Jahren esst, aber nein, nein, das hast du ihm nicht genau erklärt. Das hast du mir nicht genau erklärt. Das war, weil ich gerade die Welt retten musste oder irgendwas anderes passiert ist. Jetzt achte auf den Punkt ganz besonders, weil da liegt für mich schon das Gaslighting drin, habe ich auch Videos zu. Das ist der Punkt, wo er immer dreht, was bei ihm problematisch ist, dass du das hast. Und wenn du nämlich langsam dann down gehst in der Beziehung, weil du dich immer mehr fragst, was mache ich alles falsch, was mache ich alles schlecht, wie kann ich das nur retten, dann ist es vielleicht gar nicht dein Problem und deine Schuld, sondern der Narzisst hat geschafft, dir alles auf die Schultern zu heben und du gehst langsam in die Knie. Wie gesagt, warne gerne andere, wenn du weißt, dass es sie betrifft, gerne ein Like da lassen und tue alles, um dich hieraus zu befreien. Wir sind gerne für dich da mit weiteren Videos, mit Coaching, was immer du brauchst, um dich von einem vollen Narzissten zu trennen und um dich vor einem vollen Narzissten zu schützen. Alles Gute dir!